Willkommen zurück zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Wir müssen ja gerade noch die Person befreien. Also erstmal das Fahrzeug, ja, losschneiden, ja, beschneiden. Wenn jetzt mal hier zur Pötte kommt, genau. Was müssen wir jetzt noch machen? Hier irgendwas? Nein, oder können wir die Person ja schon befreien? Okay, nein. Ja, wo müssen wir noch ansetzen? Ah, hier auf der Seite. Wir haben ja offensichtlich so einen langen Arm, dass wir hier auch auf der Seite drankommen. Jetzt wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Ah, jetzt können wir die Fahrerin schon befreien. Natürlich die Schere wegpacken, wir wollen die ja nicht verletzen. Oh. Das ist aber nicht so sehr gesund, ne? Ein Fahrzeug zu stehlen, ne? Okay. Jetzt Ölbindemittel verteilen. Ah, das steht die. Ah, diesmal stehen die beiden Sachen hier auf einer. Auf einer Seite. Du hast bereits einen primären Ausrüstungs. Okay. Ach, die Schere haben wir noch bei uns. Auf Slot 2. Legen wir es mal beiseite. Genau. Ah, geht ja auf Zeitmöglichkeit. Uiuiui. Da kann man schon mal vergessen, wenn man hier am Spielen ist und noch gleichzeitig kommentiert. Reicht das schon oder? Ah, jetzt okay. Wegpacken und schnell aufwischen. Ein bisschen putzen. Nicht immer dran vorbeilaufen, das ist nicht gut. Wir sind mal auf fertig. Ach hier, das noch. Jetzt aber. Um weiteren Schaden zu vermeiden, muss auch die Autobatterie. Oh, das wird jetzt wieder knapp. Scheiße. Auf der anderen Seite schnell. Die Zeit ist ja echt knapp bemessen. Wer soll das denn schaffen? Uiuiuiui. Mach die Motorhaube auf, schnell. Muss die Batterie, klemmt sie ab. Hoffentlich sind wir damit fertig dann. Weil so kurz vor Schichtende. Florian 8 an Leitstand. Dafür ist knapp. Beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Ja, zum Glück haben wir jetzt nach 8 Uhr und jetzt dürfte, glaube ich, kein Einsatz mehr reinkommen. Das nehme ich auch gut zu. Weil unser Feuerlöscher auch leer ist, dann müssen wir halt beim neuen Schichtbeginn machen. Jetzt können wir schon mal uns auf den Weg zur Wache machen. Alles ausmachen. Und jetzt müssen wir hier. Komm, hört auf zu hupen. Vorsichtig drehen. Ja, okay. Ohne Kurs zu schämen mindestens. Noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp. Drehen, vorsichtig. Boah, der hat ja einen Wendekreis wie ein LKW, ey. Naja, ist ja auch wahrscheinlich einer, ne? So, das Tier bleibt da liegen, da können sich die Vögel dran bedienen. Oder auf jeden Fall haben wir damit nichts zu tun. Oh, ein grünes Auto ist ja auch selten, ne? Weil zumindest im Real Life sieht man grüne Autos eher selten, genauso wie orangene Autos. Wer möchte auch schon ein grünes Auto haben, ne? Ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Rein in Brunsdorf. Vorbei am Riesenrad. Da können wir auch mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas anstellen können. Oi! Okay. Ja. Da haben wir nochmal echt Glück gehabt, dass das Fahrzeug nicht umgekippt ist, weil dann wäre die Schicht wieder abgebrochen.
Und der ist hier gegen ein Schild gefahren, hatte Pech. Ja, hört auf zu hupen, Leute. Da haben wir aber diesmal echt Glück gehabt, echt Schwein gehabt. Aber ansonsten wäre es ja meine Schuld gewesen, aber das war es jetzt echt wert. So, jetzt haben wir noch 1,5 Stunden Zeit, um zur Wache zu kommen. Ansonsten werden wir automatisch ja, vom Chef nach Hause geschickt. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich heiße übrigens Herbert. Du darfst mich aber auch gerne weiter NPC 11 nennen. Ne, das hast du nicht erwähnt, aber wir nennen dich lieber Herbert, weil NPC 11 hört sich so abwegig an, ne? Wir wollen dich schon bei vollem, nicht bei vollem, auf jeden Fall beim Namen nennen, ne? Du bist zwar ein NPC, ne, aber so genau wollen wir es ja jetzt nicht nehmen. So, jetzt weniger als eine Stunde. Mal gucken, ob wir jetzt noch kurz einpacken können, bevor die Zeit um ist. Nein, bei uns ist gerade nicht alles senkrecht, weil wir haben Zeitdruck. Weil das werden wir nicht schaffen. Wir könnten jetzt auch eigentlich hier warten, uns die schöne Aussicht genießen. Weil wir das jetzt eh nicht mehr schaffen. Und das machen wir jetzt auch noch kurz. Oh, jetzt wurden wir wieder überfahren. Ja, hier ist unser schöner WLF. Wechselladerfahrzeug in seiner schönen Pracht. Hier ist die schöne Wache, die hier schon mit Moos überzogen wird. Selber hallo. So, jetzt noch 5 Minütchen, die hier im Spiel, ja, 5 Sekunden sind. Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit 4 Stunden vorbei. Da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. Ja, Chef, das tut uns jetzt wirklich nicht leid. Leute, aber die Folge endet hier frühzeitig diesmal. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.